Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock Infinite. Jawohl, wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge ja hier noch ordentlich Action gemacht. Und naja, ich war die letzten Tage ein bisschen buzzy, deswegen hat es mit neuen Folgen nicht so ganz hingehauen. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber naja, manchmal muss das halt einfach, ne? Wenn Organisatorisches ansteht und dann, naja, ihr wisst schon, wie das ist, ne? Das kennt ihr bestimmt. So, jetzt würde ich aber einfach mal sagen, starten wir einfach mal durch. Wir haben hier, glaube ich, diese Dinger schon aktiviert. Ich meine, wir müssen jetzt einfach einen nach oben. Ne? Komm mit! Auf einer Seite unseres Slums steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer Hi. Von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Ja, der Tod hat keinen Stachel. Das ist ja eine tolle Aussage. Der Comstock, der wird mir immer scarier. Und wir sind immer noch dabei, dieses Schiff von Comstock hier zu betreten, beziehungsweise wir sind momentan dabei, das Schiff irgendwie erstmal zu säubern und dann das Schiff auch irgendwann mal zu erklimmen. Der Zugang zum Oberdeck ist blockiert. Es geht nur per Skyline. Na, so eine Überraschung. Ja, ganz toll. Ich gucke nur gerade, warte mal ganz kurz, habe ich hier beim Sound, ne? Habe ich da... Nee, kann man gar nicht, okay. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich da vielleicht Dingens eingestellt habe. Die kommen aber ganz hoch drin, die Gesamtlautstärke. Ich habe nochmal geguckt, ob ich da vielleicht irgendwas eingestellt habe, so... Dolby... Irgendwas, ne? So, wisst ihr Bescheid. Weil das hört sich dann nämlich im YouTube-Video immer so hölzern an, als würde das irgendwie so durch so eine Dose gefiltert werden. Ne, das ist das, was ihr vielleicht schon ab und zu mal gehört hattet. Das soll so natürlich nie sein. So. Haben wir die Karabiner-Muni hier voll gemacht? Sehr gut, dankeschön. Das ist wirklich super nett von dir. Muss ich nur mal gucken, warte mal, Medikits brauchen wir nicht. Prepare, coming of the Lord. Ich muss nur mal gucken, ich glaube, wir müssen da hinten erstmal hin, genau. Da ist die Steuerung. Richtig. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Weg hier. Bam. Okay, das hier ist das Hauptdeck. Okay, wir gehen einfach hier runter. Da merken wir von all dem nichts. Oh. Stimmt was nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Okay, wir müssen hier jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Ja. Echt? Oh. Lass die mal rankommen hier, das ist besser, glaube ich. So, warte mal, der Pisser hier ist immun. Oder auch nicht. Na komm, Digga, stirb doch mal. Oh. Komm mal. Okay, warte mal. Switchen mal gerade. Zack. Na also. Was, Patriot? Oh, fuck, hinter uns, ne? Okay, da hinten kommt der Patriot, alles klar. Müssen wir ein bisschen aufpassen auf den Patriot. Wo ist er denn? Da vorne. Au. Oh ne, nicht noch so einer. Oh, Münzen, danke. Ach, Munition, alles klar. Ja, nehme ich auch, danke. Oh. Gewesen, kommt der scheiß Patriot auch her, oder? Ja. Fuck. Okay, der Patriot kommt. Wir müssten am besten irgendwie hinter ihn kommen. Aber das klappt schon. Aber hier ist noch irgendwo einer. Der gehört? Hey. Yes, sehr gut. Danke, her damit. Na? Hoch auf den Elektrobolten, Alter. Schrei mal nicht so laut hier rum, Mann. Ist ja fürchterlich. So. Okay, ich glaube, wir haben es. Boah. Okay, pass mal auf, Elisabeth. Für dich habe ich eine Aufgabe. Mach mal auf hier. Kannst du das knacken? Na klar. Während ich jetzt die Leichen durchsuche. Da vorne haben wir auch noch eine.
Okay, da ist aber nicht viel übrig geblieben. Und sonst ist hier, glaube ich, auch... Ja, geht. Pass auf, super. Thank you. Ach, hier sind wir. Hier waren wir doch schon, ne? Okay. Ah, das hat den Checkpoint wieder nicht... Oh, Mann. Deswegen hasse ich Checkpoint-Games. Ich fand das viel geiler, als man das noch selber machen konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abebben wird? Diese Lutess-Herrschaften, Frauschaften, Familie. Familie Lutess, ne? Die sind irgendwie komisch. Das ist eine ganz, ganz komische Sippschaft. Ich glaube, mit denen willst du sonst nichts zu tun. Also das sind echt so Leute, die siehst du am liebsten von hinten, ne? Und dann am liebsten so. So, Salze haben wir nicht. Alkohol hauen wir uns rein. Gar kein Problem. Wir müssten nochmal oben waren doch, glaube ich, die Dings gewesen, ne? Warte mal, hier sind auch noch Päckchen. Wollen wir mal gerade kurz reinchecken, da ist sonst nichts mehr. Wir müssten oben gerade nochmal schauen. Da haben wir nichts. Hier waren noch diese Verkaufsautomaten. Ich höre die doch. Wo waren die denn? Da vorne. So, da müssen wir nochmal kurz ran. So. Und dann hauen wir nochmal die Karabinermuni rein. Ich meine, am Geld mangelt es ja nicht, ne? Salvengeschütz. Die da ist das. So, gönnen wir uns auch nochmal eben gerade den Lachs. Okay, perfekt. Und jetzt gehen wir zu den Dingens und dann können wir losdüsen. Oh, nicht erschrecken, gleich fällt eine Tür zu. Oder auch nicht. Die Tür hat keine Lust. Hui. Es mag sein, dass ich sie besiege, David. Oh. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Mal gucken. Vielleicht kommen wir das ja wirklich. Gibt's da hinten? Ne, da hinten gab's nichts. Okay, rein da. Einmal reingepimmelt. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Da, bist du dir da wirklich sicher? Bleib doch lieber da. Ich meine, wir knattern den eben und dann ist gut. Muss nicht mitgehen. Ach du Scheiße. Hehehe. Können wir da drüben auch noch lang? Ja. Ist aber, schätze ich, jetzt einfach mal genau der gleiche Weg, ne? Oder? Ja, sieht so aus. Sieht mir fast danach aus. Okay. Warte mal. Oh. Salvengeschütz. Was haben wir hier noch? Salvengeschütz. Salze. Was ist das? Karabiner. Da ist nichts. Also sagen wir es mal so, ich habe doch großen Respekt gerade hier vor dem Deck hier. Oh, habt ihr das gesehen? Oh Gott. Ich glaube, da vorne sitzt ein Fireman. Warte mal ganz kurz. Hä? Alter, really? Ich sitz hier nur. Wieso sind die auf einmal getriggert? Ich muss da gerade mal kurz mein Mikrofon richtig positionieren. Ach, die sind gar nicht getriggert. Okay, warte mal. Na dann. Let's go. Überraschung. Okay, was ist das da vorne? Okay, nee, war kein Fireman. Alles klar. Die heißt gar nicht Fireman, oder? Heißt die Fireman? Ich hab den Namen vergessen. Was ist das? Nein, den Handyman! Ficken! Nein! Geh weg! Nein! Warte mal hier. Kommst mich einmal. Du alte Kocknudel. Kommst mich einmal. Okay, aber jetzt schon wieder runter, weil das Vieh kann ja irgendwie. Oh, da ist er ja schon! Nein! Geh weg! Hier! Oh. Oh, wir haben den aber gut gehittet gerade. Hier. Öffne ihn. Zack. Komm, attack him.
Oh, warte mal, ich muss weg. Und das Ding oben dran. Hä? Ich komme nicht an die. Ah! Alter. So, okay, ganz kurz zwischensafen. Mal kurz die Knarre nachladen. Wo ist er? Er ist tot! Der ist gestorben! Ja, Mann! Ah, ich bin's, der Handyman! Ah, ich bin schon tot! Hi! Oh, du bist so stealthy, Alter. Hä? Scheiß Ernst, Digga? Hm? Was ist los? Komm mal her. Okay. Boah, sieht schon... Der sieht ein bisschen so aus wie der Imperator, ne? Von Star Wars. Oder wie Darth Vader ohne Maske. Spoiler! Nah. This Walkman Spoiler. Okay, aber nichts. Immer wenn ich diese Schlösser hier sehe, bin ich voll getriggert. Dann möchte ich die irgendwie aufmachen. Beziehungsweise den Befehl geben zum Aufmachen. Huh, was ist das denn? Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe deines Feindes ein paar Seelungen geschattet. Nehmen wir mit, aber legen wir nicht an, weil wir benutzen fast nie. Also wir benutzen diese Fallen fast nie. Von daher brauchen wir das jetzt auch nicht unbedingt. Hier ist noch irgendwo einer, ne? Ich höre den doch. Hä, du sagst zu mir, komm raus, ich will die sehen. Willst du mich verkackeiern? Ich stehe hier, also noch offensichtlicher kann ich hier nicht stehen. Oh, guck mal, wo könnte der denn? Oh, das ist ja toll. Da sind direkt aber schon 5000 Feinde mehr. Hier, nimm den. Ah, doch, ich bin ein Headshot, gell, Papa. Oh, ah, da oben. Ah, da oben. Hallo. Warte mal. Ich finde schon was. Zack. Ja, ein bisschen Muni für die Karabiner wäre schon stylo, ey. Das wäre, wenn du das hinkriegen würdest, ey. Ich hab Munition. Das ist geil. Das ist mein Mädchen, ne? Gut so. Das ist unfassbar. Das ist... Ah, herrlich. Mädchen, du bist herrlich. Geil. Ich würde gerne mal wissen, wie Frank Buschmann das jetzt kommentieren würde, ne? Nice. Okay. Hier gucken wir hier oben. Da ist nix. Da ist nix. Was haben wir hier? Mann, das ist eine Munitionskiste und da ist nie was drin. Das gibt's doch gar nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Da stand nicht was drin ist. Da gehen wir gleich lang. Wir gucken uns hier gerade nochmal um. Da ist ein Riss für Medizin. Brauchen wir aber gerade nicht unbedingt. Deshalb würde ich sagen... Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Wow. Und du bist wirklich sicher, dass wir das tun sollten, ja? Mega Rückstoß, was haben wir hier noch? Maschinenpistole, Salvengeschütz, Revolver, schruffelte Schießeisen, Repetierer, was? Okay, wir haben aber keinen Repetierer, wir haben einen Karabiner. Was total nicht gleich klingt. Okay. Naja, dann würde ich mal sagen, let's go. Oh, ich habe Angst. Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Ja. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Okay, da oben ist die Kabine des Propheten. Da oben sieht man schon an der Flagge und sowas. Elisabeth, wir gehen rein. Ich hab Angst. Mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Ja, ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich möchte mir das Ding erst nochmal angucken. Hier haben wir, wie gesagt, Siphon Machine Specimen Containment. Zweitens Siphon. Boah, das ist voll krass, ne? Die haben hier den Turm. Das ist das, wo wir ja hochgedackelt sind. Da oben war sie bei 1 und bei 2 ist der Siphon. Um eben diese Risse zu öffnen.
Das ist schon krass. Das ist schon krass. Was haben wir hier? Word of the Prophet, Battleship. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? WTF? Was? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich! Los, frag den falschen Hirten. Sag's ihr. Sag's ihr. Au, meine... Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Okay. Sag's mir! Okay. Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich es jetzt... Ich hätte, glaube ich, doch nicht eingreifen sollen. Irgendwie fand ich es jetzt im Nachhinein falsch, dass wir Comstock getötet haben. Weil irgendwie machte der jetzt plötzlich nicht mehr den Eindruck, als sei er der Böse. Aber vielleicht liege ich mit meinem Eindruck auch einfach falsch. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl... Naja. Egal. Gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wir sollen jetzt den Siphon zerstören. Das Siphon, ne? Ich verstehe mir das Siphon. Wir sollen das Siphon zerstören. Denke ich mir so, warum? Warum sollen wir das Siphon zerstören? Was hat er denn gemacht? Aber dieses Ding, also hier, dieser Schauplatz hier ist einfach mega nice. Ich meine, klar, der ist tragisch as hell und vor allem jetzt mit dem da unten. Aber es ist einfach so schön. Wenn ich mir ein Aufnahmezimmer machen könnte, ja, dann würde es so aussehen. Verschlossen. Echt, ich würde mir ein Aufnahmezimmer machen und dann würde es so aussehen. So würde mein Flur aussehen. Oder sieht mein Flur vielleicht sogar so aus? Wer weiß. Moin. Lass mich mal durch hier, bitte. Nein. Oh nein. Nein. Ihr wisst, was das hier bedeutet. Ihr wisst und ich weiß, was das da bedeutet. Nein. Das ist nicht gut, Freunde. Und guck mal, was da unten an Stuff liegt. Seht ihr das überall blitzen? Oh nein. Ihr wisst was. Oh nein. aber warte mal, bevor wir das jetzt machen, was war denn unten jetzt noch? Ich erinnere euch schon, es kriecht. Ah, hier haben wir noch die Kajüte. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story,
Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky, in the joyous days of childhood. Oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with him above. Tear it down. Tear it all down.